Herzlich willkommen beim Wahl. Heute haben wir wieder so ein bisschen eine weihnachtliche Ausgabe. Warum habe ich wohl dieses Sakko an? Nicht zum Spaß an der Freude. Gerade ich, der Weihnachtscringe. Aber wurscht. Heute waren es bei uns das erste Mal. Und zwar in einer Formation, die sich bei uns kennengelernt haben, nein, wieder getroffen haben. Zu meiner linken Seite, zu ihrer rechten Seite, Tom Schwarzmann. Und zu meiner rechten Seite, zu ihrer linken Seite, Axel Ramaseder. Es hat wirklich begonnen im Tschocherl, weil wir uns wieder getroffen haben. Und dann sind wir nachher zusammengesessen und haben gesagt, eigentlich könnten wir doch mal gemeinsam auch was machen, weil ich finde, er spielt wahnsinnig toll und er hat irrsinnig viel Humor und macht seine Sache sehr, sehr gut. Und da habe ich mir gedacht, das passt irgendwie mit Klavier zusammen und da könnte man wirklich was machen. Und jetzt haben wir uns gefunden, ja. Wenn wir schon dabei sind, was hast du dabei gedacht? Oh Gott, nicht schon wieder. Nein, ich habe mich gefreut, weil wir uns ja nach circa 4 Jahren nach der Volksschule also aus den Augen verloren haben. So und jetzt, nach kurzer Zeit, der Axel auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, sollte man nicht? Und ich habe gesagt, ja sicher, warum erst jetzt? Es macht einfach Spaß mit den Zweien Musik zu machen. Du brauchst nicht so diplomatisch sein, du bist kein Politiker, du bist im Jocherl. Aber es stimmt, also es ist einfach schön, wenn es Leute gibt, mit denen es einfach Spaß macht, Musik zu machen. Und wann wird es soweit sein? Juni habe ich irgendwas Leuten hören. Also wir haben auf jeden Fall einmal im Juni schon einen Termin, wo wir spielen werden. Und mir fällt nur gerade ein, auch den Schlagzeuger, aber habe ich noch nicht gefragt, ob er da kann. Lieber Andreas, kannst du da eh? Ich sage dir dann nachher noch, wann das ist. Wie lässt sich das jetzt vereinbaren im Moment mit deiner Radiogeschichte? Da bist du doch viel unterwegs im Radio, ne? Ja, viel unterwegs, aber es geht sich aus, weil die Radiogeschichten sind eigentlich tagsüber und die Nächte schlagen wir uns dann zu dritt um die Ohren. Gut, also langer Rede, kurzer Sinn oder gar kein Sinn. Wenn es dann soweit ist, werden wir sicher wieder im Jocherl auch was machen mit euch drei. Unbedingt. Ich freue mich schon auf den Toast. Ja, den kriegst du gleich. Und ich freue mich wirklich, wieder im Jocherl zu spielen. Für alle, die das sehen und noch nicht im Jocherl waren, bitte kommt daher. Es ist so gemütlich. Es macht so viel Spaß, hier Musik zu machen und auch zuzuhören. Ich höre das immer wieder vom Publikum. So ein schönes Lokal. Bitte kommt ins Jocherl. Es ist super cool. Herzlichen Dank für die tolle Werbung. So, und als solcher sage ich dann bis zum nächsten Mal und frohe Weihnachten von uns einmal. Und schaut einmal im Jocherl vorbei. Everybody loves me.
falls in love somehow. Something Liebes Publikum vom OKTO-TV der Wahl, heute wieder beim Jocherl und heute ganz was Spezielles. Ihr seht, es ist die Weihnachtsedition, sonst hätte ich nicht dieses tolle Sakko. Man beachte, gell, Weihnachts und so. Neben mir der liebe Peter Windhofer. Servus Peter. Hallo, servus. Lieber ja. Peter, wir sind bei dir im Kurs Präsentation und Moderation. Genau, richtig. Also ich gebe den Kurs Moderation und Präsentation und um moderieren und präsentieren zu können, braucht man quasi auch Dinge, die man anmoderiert. Und so ist in unserem Kurs die Idee entstanden, dass wir quasi dein geliebtes Jocherl in Beschlag nehmen, die Bühne verwenden und jeder mit seinen Talenten sich irgendwie ausbreiten kann und jeder andere kann die Anmoderation üben. Wobei, im Beschlag habt ihr es ja nicht genommen, ich habe es ja freiwillig hergegeben. Ich habe gesagt, kommt, machen wir was, dass einmal die Leute sehen, wie das ist, auf einer Bühne zu stehen. Marisa, stopp. Ja, das stimmt. Du warst so großzügig und wir haben uns gleich, sage ich mal, sehr, sehr zu Hause gefühlt, dahingehend auch in Beschlag genommen. Es war schnell das Feeling, wie wir kommen zu Hause und auf der Couch und machen es uns hier gemütlich und machen dabei noch Kunst. Es ist noch finster und daher am Show. Sie wird euch ein wunderbares Stand-up-Comedy bringen. Und liebe Ale, komm auf die Bühne. Ihr müsst wissen, eben, das sind auch die italienische Erziehungsregel so. Du darfst gar nichts entscheiden, die Eltern machen es für dich. Mit diesen Worten will ich meine liebste Sarah auf die Bühne fragen. Da ist sie. Und egal ob Regen, Sturm oder Schnee, Jakobs Stimme sitzt wie eh und je. Liebes Publikum, ich habe eine große Freude. Der Besitzer des Jocherl Theater auf die Bühne zu einladen. When the snow falls wunderbar. And the children happy are. When the gutter is on the street and we all a Glühwein need. Then you know, es ist soweit. She's here, der Weihnachtszeit. Ich darf jetzt den Gitarristen, der heute dankenswerterweise hier ist und unsere ganz liebe Daniela begleiten wird, auf die Bühne zu mir bitten. Wegen, die mir vom Sommer vertrauen. Wem wohl die was gestern lebte, ist heute. Wunderbare Maxi. Yes. Magdalena. Yes. Bin ich an? Mit ihrem Experiment. Okay, das ist die Story bis daher. Und zwar, jetzt geht's um Folgendes. Offensichtlich ist dieser Reifen platt. Jetzt ist es soweit, ja. Und weil ich gesagt habe, der Abend wird ein bisschen weihnachtlicher gestaltet, werden uns jetzt Gerti und Jakob Adestes Fideles, eine portugiesische Volksweise, interpretieren. Und bitte, seid gespannt, es ist genial. Bitte auf die Bühne jetzt hüpfen. Das ist ein ganz anderer Beruf, sie ist keine Künstlerin in dem Sinn, hat zwar was mit Kunst zu tun, aber ganz anders, sie ist Architektin. Und als solche hat sie sich jetzt eine Geschichte einfallen lassen und es würde mich freuen, wenn Marisa zu mir auf die Bühne kommen würde. Auch unsere Kinder möchten beschenkt werden, aber für die habe ich schon eine Idee. Aber mein Mann braucht wirklich was ganz Spezielles. Wo ist er denn? Jürgen! Oh! Der Jiri, genau, der braucht was Spezielles. Es ist schon der 16. Dezember und jetzt soll mir langsam was einfallen. Die zauberhafte Anna bitte ich in die Mitte.
die liebe Ala. I'll let the beast be shoes. Do you know you are? Who says the lie you? Einen schönen guten Abend. Du wärst. Von Anfang an den südlichen Gedanken hier hineingebracht, weil den ersten Maler, den ich gesammelt habe, das war ein Afrikaner, ja. Der Amadou Sow, der war ein Freund der Familie, das war der, den habe ich gesammelt, der hat hier studiert, der stammte aus dem Senegal und mit dem habe ich hier die allererste Ausstellung gemacht. Und ich war damals noch in einem Hauptberuf, der mit Bau und Hausverwaltung etc. zu tun hatte. Und ich kannte eine Firma, die uns immer für Bauten und Reparaturen etc. zur Verfügung stand. Und da kannte ich den Intampolier. Und dann habe ich gesagt, ich würde brauchen eine Ladung Sand. Und dann kam er mit einem Lastwagen und eine Ladung Sand wurde hier am Boden aufgestreut. Und das war die erste Ausstellung von dem Amadou Sow. Dort ist ein Plakat von ihm. Und die hat geheißen Djéné. Und also das ist ein Ort in Mali, in der Wüste, bla bla bla. Und er hat also Sandbilder gemalt, also und hier ausgestellt. Und da mussten die Leute bei der ersten Vernissage hier im Sand warten. Das war sehr lustig. Also damit habe ich mal angefangen. Bis wir den Sand dann wieder herausgekriegt haben, seither haben wir wieder jetzt diesen etwas antiquierten Boden. Ja, und dann haben sich zufällig, ja, es hat sich ergeben, dass dann immer wieder wer gekommen ist. Ich wurde sozusagen gehandelt unter den damals Künstlern aus Südamerika, aus Afrika. Jetzt ist gerade der Leslie weggegangen, der Inder. Also das waren so meine Künstler, die ich ausgestellt habe. Ja, der Gesang ist aber erst viel, viel später dazugekommen. Da habe ich erst vor 6-7 Jahren angefangen. Ich war ziemlich beschäftigt bis in meine 70er. Dann war ich einmal in Afrika bei einer Ärztin, die dort was aufgebaut hat. Und da war meine Gruppe und die Gruppe musste dort eigentlich vor den Maasai, die uns was vorgetanzt haben und vorgesungen haben, was singen. Und niemandem ist was eingefallen, nur mir. Als alte Pfadfinderin ist mir plötzlich eingefallen, put your right foot out, put your right foot in, put your right foot out and turning all about. Und das haben dann alle mitgesungen um ein Lagerfeuer. Und danach, nach dieser Session, hat man mich engagiert für ein Konzert, um für einen Arzt dort ein Haus zu bauen in Tansania. Und da habe ich halt bei so einer Vorführung, damals schon im Ostclub, noch in der Prinz-Eugen-Straße, im Schwarzenbergplatz, den hat es damals noch gegeben, dort haben wir ein großes Charity-Konzert gemacht, da habe ich halt auch ein paar Nummern gesungen. Und das war ein ganz schön erfolgreich. Ich habe ein paar Rosen zugeschmissen bekommen auf die Bühne, war ganz erstaunt. Und dann hat mir meine Tochter Weihnachten einen Gutschein für Gesangsstunden geschenkt. Deswegen sitze ich jetzt da mit denen.
Die liebe Nidl. Guten und Tag. Der Nidl. Nidl. Doch? Ja. Das schaut aber so. Und der Oliver. Faust, David. Aber ja, der David, genau der David. Es war irgendeine wichtige Figur aus dem Testament. War das im Testament? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Es war kein Oliver. Na, aber David. Ja, den gibt's. Außerdem, vielleicht kommt der Oliver vor, das weißt du ja nicht. Der weiß das ja. Ah, ist das ein Götzgenauer? Ja, ja, ja.
Du, meine liebe Nil, du warst heute mit einem ganz neuen Programm bei uns. Wie heißt das so schön? Also ich war heute zum ersten Mal im Tschocherl und zum ersten Mal mit der Frage des Alters und habe es versucht, sie zu klären. Und es ist mir natürlich nicht gelungen. Jo, alt ist, wann ist man alt? Schau mir an. Ich weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang? 1900, scheißegal. Okay, ja, bei mir auch, ähnlich. Ja. Also ich kann da die Frage so nicht beantworten, weil es ja natürlich eine individuelle Antwort auf die individuelle Frage ist. Ne? Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, oder? Wobei man bei dem Thema war. Das ist halt die Frage. Ist es so, ist es nicht so? Wie war das Leben? Schau dir dein Leben an. Wie war es für dich? Wie fühlst du dich jetzt? Wie weit gehst? Traust dich was Neues? Machst was Neues? Irgendwann tut's, jeder Schmerz tut nicht mehr weh, jede Wunde verheilt. Gibt eine schöne Narbe, die du da anschauen kannst. Das Leben halt. Genau so ist es. Und das Ganze gibt es ja auf CD gepresst auch demnächst, hoffentlich. Demnächst? Derzeit singe ich noch das Lied Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Aber wenn ich dann das Geld zusammen habe, also demnächst wird es auf CD kommen, ja. Lieber David, wenn du nicht mit der Nidl unterwegs bist, wo kann man dich sonst hören, sehen, bewundern? Boah! Urviel, ja. Grundsätzlich habe ich mein eigenes Projekt. Das findet man unter www.david-pross.com. Pross mit P-R-O-S-S. Ich habe einen YouTube-Kanal natürlich, auf Instagram unter Austrosol. Das ist der Musikstil, den ich erfunden habe. Also es war ein bisschen eine Mischung, also Austropop im Sinne der Texte, aber die Musik eher soulig angehaucht. Ja, that's it. Und ansonsten als Jobmusiker für Gott und die Welt und den Teufel. Lieber Nil, was steht bei dir in näherer Zukunft am Plan? Wir sind jetzt fleißig am Arbeiten von den eigenen Songs. Ich möchte noch mehr lustige Songs machen, weil ich der Meinung bin, es gehört viel mehr gelacht. Die Leute brauchen Unterhaltung, die sollen lachen, die sollen das daheim vergessen, die Stromrechnungen, Gasnachzahlungen und das alles. Es gehört einfach viel mehr gelacht und an dem arbeite ich. Das ist nicht so einfach, weil du kannst gerne schneller mal was Böses, kannst du schon mal hassen, aber was Lustiges ist schwieriger und da brauche ich mal auch einen Zündstoff, aber ich bin dran. Und ein Tipp an die Zuschauer, geht's mehr fort? Geht's mehr fort, geht's ins Tschocherl, schaut euch die tollen Bands an, hört gute Musik, habt euch lieb und das nicht streiten, das ist alles so sinnlos. Ich danke euch ganz herzlichst und es hat wirklich viel Spaß gemacht.